Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem DRF-Interview. Wir sprechen heute über soziale Medien und soziale Medien haben das Kommunikationsverhalten einer ganzen Generation verändert. Ihr Erfolgszug ist damit aber noch nicht beendet. Allerdings ist Social Media für viele, die nicht damit aufgewachsen sind, noch immer ein Buch mit 7 Siegeln. Und deswegen hat der renommierte Kommunikationsexperte Michael Ehlers jetzt eine Anleitung geschrieben, über die wir mal sprechen wollen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Herr Ehlers, Sie wollen über Ihr Buch sprechen, Kommunikationsrevolution Social Media heißt es. Was ist denn das Wichtigste, die größten Veränderungen, die mit Social Media einhergegangen sind? Ja, früher war eigentlich die Hoheit über Meinungen, über Nachrichten bei Ihnen gelegen, bei den Nachrichtensendern, bei den Medien. Und heute hat sich das komplett verschoben. Das sehen wir an vielen öffentlichen Aufregern, die man im Fachtext auch Shitstorm nennt, in dem einfach ein User, ein Nutzer sozialer Netzwerke ein Thema aufgreift, vielleicht ein Foto macht und das Ganze in die Welt schickt und auf einmal hat es jeder gesehen. Also die ganze Art, wie sich Nachrichten verbreiten auf diesem Planeten, hat sich verändert. Und damit betrifft das jedes Unternehmen, denn die Unternehmenskommunikation, PR, Marketing, alles ist davon betroffen. Es ist ja auch eine Riesenchance für die Unternehmen. Aber warum ist es trotzdem für viele Unternehmen noch so schwierig, dieses Konzept mit einzubauen oder Social Media zu nutzen? Ja, diese Frage begegnet mir häufig, weil sie sehr berechtigt ist. Gerade in dem Bereich der kleineren Unternehmen, wenn wir die großen Konzerne verlassen, haben wir die Herausforderung, dass in den Vorstandsetagen meistens Menschen sitzen, die 50 plus sind oder noch älter. Ich nenne sie auch gerne die graumelierte Generation. Und die haben häufig noch gewisse Sperren gegenüber den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Und dadurch verstehen sie natürlich auch nicht. Sie sehen zwar in ihrer Familie, dass es genutzt wird, oft auch von der Frau und von den Kindern, allerdings sie selbst noch nicht. Das führt dazu, dass in vielen Firmen die verschiedenen Bereichsleiter, gerade aus den Kommunikationsabteilungen, Marketing, Vertrieb, Unternehmenskommunikation, sich aufregen und sagen, wir müssen etwas tun und viel, viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Und da soll das Buch auch helfen. Wenn man jetzt nicht nur dieses Buch liest, was kann man denn als Unternehmen sonst noch machen oder vielleicht auch mit Anleitung des Buches? Gibt es irgendwie sowas wie ein Erfolgsrezept oder eine Anleitung? Ja, Sie haben das richtige Wort schon gesagt, nämlich machen, mitmachen. Social-Media-Kommunikation, wenn wir es professionell betreiben, beginnt mit dem systematischen Auslesen der sozialen Netzwerke. Das heißt, wir starten und fangen einfach mal an und lesen Twitter zu den für uns relevanten Begriffen, die wir vorher natürlich herausfinden. Wir schauen uns mal YouTube-Kanäle an, vielleicht ja auch von Mitbewerbern. Und wir gehen natürlich auf die wichtigste Plattform derzeit nach wie vor Facebook und sehen, was machen die Unternehmen dort, was funktioniert. Und müssen uns natürlich auch das Negative anschauen, wenn dieser Shitstorm um die Ecke kommt. Kein schönes Wort, aber hat sich eingedeutscht, wenn dieser um die Ecke kommt. Was sind die Mechanismen? Wie ist das Ganze entstanden? Können Sie da so ein paar Beispiele nennen von vielleicht Positivbeispielen, aber auch Negativbeispielen? Ja, zahlreiche. Also positive Beispiele. Ich fange an bei einem kleinen Unternehmen, das Teddys herstellt, seit über 100 Jahren mit zwei durchaus erfahrenen Geschäftsführerinnen, die einfach mal auf Facebook gegangen sind und gesagt haben, wir vertrauen mal den Mechanismen. Wir haben eine Seite gestartet und zum Beispiel sich gefragt, warum der Verkauf des Oktoberfestbeeres auf einmal dermaßen in die Höhe geht. 6-mal so viel wie sonst. Und haben dann in der Analyse, in der Rückwärtsanalyse herausgefunden, es war nur ein einziges Foto auf einer Facebook-Seite, was die Zielgruppe, nämlich junge Menschen, die Teddys sammeln, in ihren Internetforen platziert haben. Und dort hat es sich weltweit verteilt und aus der ganzen Welt kamen neue Beispiele. Das ist ein viraler Effekt, wenn ich eine Zielgruppe treffe, genau treffe und die diese Dinge dann weiterreicht. Ja, und die Negativbeispiele, die sind nun wirklich bekannt. Da betrifft es eine Bank, die einen Basketballstar zum Beispiel als Werbefigur genommen hat. In einem sehr, sehr gut gemachten Spot hat er eine Wurst gegessen und hatte danach die Gruppe, wir nennen sie die Kampfveganer, auf ihrer Seite, die auf der Seite einer Bank auf einmal über das Thema Ernährung sprechen. Und auch der Bank hier, nur weil er ein Stück Gelbwurst ist, keinen guten Ruf hinterlassen haben. Aber auch gerade an diesem Beispiel zeigt sich, diese Bank ist sehr professionell, gut beraten mit dem Thema umgegangen. Sie kannten die Werkzeuge und haben im Nachhinein eher noch Fans gewonnen durch diesen Shitstorm, als dass sie irgendwie an Image-Schaden erlitten haben. Ist es vielleicht auch ratsam für die Unternehmen, junge Menschen direkt ins Unternehmen reinzuholen, um eben eine Anleitung zu geben? Ja und nein. Also ich weiß, worauf Sie anspielen. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, ich hole mir jetzt einen jungen Menschen, der ist ja jeden Tag bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, der kennt die ganzen Mechanismen.
Und dann wird er das schon richtig machen. Aber das hat mit strategischer Kommunikation dann noch wenig zu tun. Es ist gut, sich Talente ins Haus zu holen. Jedoch kommen wir um das Thema Beratung und sich damit auskennen, wirklich, wie funktioniert der einzelne Kommunikationskanal, noch nicht viel gemein. Ohne eine vernünftige Strategie, das genaue Auslesen der Mechanismen, dann die Auswahl der einzelnen Kommunikationswerkzeuge und dann eben die Inhaltsplanung zu machen, den Contentplan, kommen wir da nicht zurecht. Und die findet man dann hier ganz genau in diesem Buch nochmal aufgeschrieben. Schauen wir mal auf die einzelnen Personen. Es gibt ja auch viele berühmte Personen, die sowas für sich selbst betreiben. Was gibt es denn da für einen Unterschied zwischen natürlichen Personen und den Unternehmen bei Social Media? Ja, also wenn die Person an sich schon bekannt ist, also wenn wir jetzt auf die Berühmtheiten ansprechen, dann hat sie es recht leicht, ihre Community zu fangen, also eine große Gruppe an Fans für sich zu gewinnen. Durch den Bekanntheitsgrad. Und das ist bei einer bekannten Marke natürlich auch der Fall. Wenn ich eh schon viel in Fernsehwerbung bin und einen großen Markenwert habe, dann finde ich sehr, sehr schnell Freunde. Der Rest muss dafür arbeiten. Nur auch das ist nicht so schwer, weil jede Person seine persönlichen Netzwerke hat und jedes Unternehmen natürlich auch seine Netzwerke hat. Wir nennen sie dann professionell Stakeholder. Und die gilt es erst einmal zu gewinnen, herauszufinden, wie kommunizieren die und sie mit Inhalt auf die eigene Seite zu locken und dann zum Dialog, zur Kommunikation einzuladen. Haben Sie da ganz speziell für die Zuschauer oder für mich jetzt ein paar Tipps, wie man sein Profil ein bisschen interessanter gestalten könnte? Ja, man darf keine Angst haben vor Banalitäten, das wäre das Erste, weil ich natürlich wie in einem normalen Gespräch auch, wenn zwei Menschen sich kennenlernen, erst einmal mit Smalltalk beginne und mit den seichten Themen, um dann zum Schweren zu führen. Also womit das Unternehmen auf keinen Fall starten sollte, wäre jetzt Werbung zu machen und so wie klassisch Werbung gemacht wird, das auch in den sozialen Netzwerken zu posten. Das wird überhaupt nicht funktionieren, sondern wirklich Inhalte zu stellen, die einladen zum Dialog. Ja, heute scheint endlich mal wieder die Sonne, bei Sonnenschein mache ich Unterstrich, also so einen Lückentext und dann die Gäste einladen, was sie dazu sagen. Das schafft dann tatsächlich Inhalte und Dialog und das ist sehr, sehr wichtig, weil viele soziale Netzwerke auch die Anzahl der Kommentare, der Gefällt-mir-Klicks beispielsweise oder die Anzahl, wie oft der Beitrag geteilt wird, sehr, sehr wichtig bemessen und sagen, ist das überhaupt für andere sichtbar, was ich dort veröffentliche auf meiner Seite. Wir sind fast schon am Ende der Sendung, ein ganz spannendes Thema. Ganz kurz, braucht man denn wirklich alle Plattformen, die es gibt, Facebook, Xing, LinkedIn oder reicht es da, das ein bisschen zu selektieren? Die Antwort ist ganz klar nein, ich brauche nicht alle Plattformen. Die Antwort ist gleichzeitig ja, ich kann sie benutzen, weil es heutzutage ein Kinderspiel ist, Inhalte, die ich beispielsweise auf Facebook poste, automatisch auch auf andere Plattformen zu verteilen. Also da gibt es sogenannte APIs, das kann man alles einstellen. Wichtig ist, ich muss da sein, wo die Kommunikationsgruppe ist, mit der ich kommunizieren will, die ich mit meinem Profil tatsächlich einladen möchte zum Dialog. Dort muss ich hingehen und das ist leicht zu analysieren. Michael Ehlers, vielen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön, dass Sie bei mir waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Lesen Sie es einfach mal durch. Kommunikationsrevolution, Social Media heißt das Buch. Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.